Hallo zusammen. So, es ist mal wieder sonntags. Und wie üblich, somit Zeit für uns zu basteln. Ich muss einmal noch kurz schauen, dass meine Technik funktioniert. Einmal alles hier zurechtsetzen. Wir sind heute ja mit einem Bonusvideo online, weil wir leider noch nicht unsere Bastelboxen verschicken konnten. Unsere Bonusgeschenke warten noch in der Produktion ein bisschen und dann im Liefern. Ich hoffe, dass ich euch da bald Bescheid geben kann, dass wir eure Bastelboxen verschickt haben. So. Das sieht gut aus. Und ja, dass wir dann bald mit der Bastelbox weiter basteln können, aber damit natürlich unsere Sonntagsroutine nicht gestört wird, haben wir gesagt, gehen wir heute mit einem extra Video dann online. Und ich zeige euch heute ein kleines Projekt, was ich schon überlegt hatte, in einer von den späteren Boxen zu machen. Aber da die Sam ja dann erst auch mal Sommerurlaub macht und ich ja dann bald ein Baby bekomme, haben wir gesagt, wir machen jetzt nach der einjährigen Jubiläumsbox erstmal eine Pause mit den Bastelboxen. Und müssen dann erstmal schauen, wie sich das alles nach dem Sommer dann wieder eingroovt. Und hoffentlich können wir ja vielleicht auch bald wieder Workshops vor Ort machen und euch in Person treffen. Das ist ja, denke ich, auch für euch dann auch wieder schön, wenn das sozusagen in anderen Varianten angibt. Obwohl, wie gesagt, wir überlegen noch, ob und wie das alles weitergehen kann. Aber das lassen wir erstmal alles gemütlich auf uns zukommen. Das ist ja auch bei mir mit Baby, weiß man dann ja auch nicht, wie das zeitlich immer so passt. Einige von euch hatten sich gewünscht, dass es vielleicht doch auch eher ein Zoom ist, dass man sich sehen kann. Da sind wir am Überlegen, was wir anbieten können. Oder auch zu den Workshops, die wir zu Hause anbieten, ob es trotzdem dazu dann Bastelvideos geben wird und Boxen. Da gibt es ganz viele Ideen, die uns noch im Kopf rumschwirren. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das sozusagen umsetzen. Genau, aber die Projekte für die Jubiläumsbox sind schon gepackt und warten wirklich nur noch auf euer extra Jubiläumsgeschenk. Und damit starten wir dann hoffentlich, toi toi toi, in 2 Wochen. Denn nächstes Wochenende, sei noch mal kurz ein bisschen Werbung für unser anderes Facebook-Event, was wir gemacht haben, zusammen mit anderen Kolleginnen, die Kreativ-Session. Wenn ihr euch da noch für anmelden wollt, könnt ihr natürlich auch dann das nächste Wochenende mitbasteln. Das wird in einer geschlossenen Gruppe stattfinden, für alle diejenigen, die aber nicht auf Facebook sind und auch hier unsere Bastelvideos auf YouTube sich nachher anschauen. Das könnt ihr auch machen bei dem Event. Also wir werden auch da schauen, dass wir die Videos zur Verfügung stellen, sodass auch nachgebastelt werden kann. Also wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, holt das doch ganz schnell noch nach. Schickt einfach mir eine E-Mail oder schreibt in den WhatsApp-Gruppen, dann gebe ich euch das Anmeldeformular. Und dann könnt ihr euch anmelden. Es sind 8 Euro. Wir sind 8 Demos, die sich Zeit genommen haben. Und ja, wir haben sozusagen für jeden einen kleinen Kaffeekassenbeitrag genommen. Daher kamen die 8 Euro zustande. Und ja, ich denke, für 8 wunderschöne Projekte und ganz viel Einblick in den neuen Katalog werdet ihr da auf jeden Fall auch viel, viel, viel geboten bekommen. Genau, so. Ich sehe, dass jemand online ist, aber ich habe noch nichts in den Kommentaren gesehen. Ich hoffe, dass Bild und Ton so gut sind. Vielleicht kriege ich mal einen Daumen hoch oder ein Hallo, wer gerade zuschaut. Es ist natürlich herrliches Wetter. Ich schaue mal kurz. Herrliches Wetter, von daher sind mit Sicherheit einige draußen bei schönem Wetter und basteln dann wie üblich doch auch lieber nach. Was ich auch absolut verstehen kann. Ich muss gestehen, ich bin jetzt mal ein bisschen in den Schatten geflüchtet und finde es ganz gut, dass ich nicht in der Sonne bin. Genau, warum kann ich denn? Hallo Sam, hallo Maria, das ist super. Okay, auf meinem Handy werden mir die Kommentare angezeigt, nur nicht am PC. Dann gucke ich noch mal kurz, ob ich das hier irgendwie anders einblenden kann. Nee, ich will hier um. Die Kommentare würde ich gerne sehen. Komisch. Naja. Aber auf jeden Fall scheint ja dann doch Bild und Ton zu funktionieren.
Auch wenn es bei mir, ich mache das Video mal klein und noch mal groß. Dann hoffen wir doch mal, dass das klappt. Das heutige Projekt ist ein kleiner Sammler für die unterschiedlichen Klebematerialien. Da gibt es ja jede Menge. Ich habe mal den Katalog aufgemacht und das ist auf der Seite 167 im Katalog. Seht ihr eine Übersicht an den Klebematerialien, die es bei Stampin' Up! Gibt? Und einige davon benutzen wir ja auch in unseren Videos wirklich häufig und da hat man, glaube ich, einen guten Vorrat. Aber ich finde immer, es ist ganz schön, wenn man auf seinem Arbeitsplatz tatsächlich die wichtigsten Sachen auch immer schön parat hat. Deswegen haben wir einmal unseren Flüssigkleber, den Tombow Nummer 14. Dann das Abreißklebeband finde ich gerade für Verpackungen, finde ich das wirklich richtig super. Es hält bombenfest. Und dass man so mit der Hand abreißen kann, finde ich, ist eine super Sache. Das passt hier rein. Dann natürlich unsere Mini-Dimensionals und auch die großen Dimensionals. Aber auch, und ich weiß nicht, wie viele von euch die schon kennen, das sind die selbstklebenden, doppelseitig selbstklebenden Schaumstoffbögen. Das ist die Nummer 12 auf der Seite. Das sind auch so wie die Dimensionals von der Breite, aber sie kleben auf beiden Seiten. Das heißt, ihr könnt Sachen ausstanzen. Und dann Farbkarton auf der einen Seite zum Beispiel draufkleben und das dann auf euer Objekt, auf euer Bastelprojekt draufkleben. Also die finde ich total super. Die passen auch, die haben allerdings eine Ausrichtung. Also in der Breite wird es ein bisschen knackig, wenn man sie reinmacht. Aber wenn ihr sie hochkant reinstellt, dann passen die auch super rein. Das war jetzt eben ein neues Format und ich habe die Anleitung bei Sally Stampers gesehen und nachgebastelt und da gab es die Klebebögen noch nicht. Das ist schon mal ältere Anleitung. Man könnte das ein bisschen, man braucht nur ein paar Millimeter dazugeben. Also wem das wichtig ist, dass die auch im Querformat reinpassen, der kann das natürlich auch um ein, zwei Millimeter dann verbreitern. Und hier vorne in der Tasche, da habe ich jetzt tatsächlich nicht. Ich warte noch auf meine Nachbestellung an Nachlieferung von Sachen, sind die Mini-Klebepunkte. Ja, unsere Clue-Dots. Die Nummer 7. Die passen mit Verpackung perfekt hier vorne rein. Und so hat man dann wirklich alles, was man an Bastelklebermaterial braucht, schön beisammen. Man könnte es mit Sicherheit auch noch erweitern und es passt auch unser Falzbein, könnt ihr mit reintun. Oder man kann auch vielleicht noch was dazu machen und hat noch einen Stiftebehälter. Also das kann man auch noch auf jeden Fall erweitern und ausbauen, das Projekt. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich hatte hier eine recht schlichte Variante gewählt. Und jetzt für das Projekt, was ich heute mache, habe ich mir gedacht, ich werde mal ein bisschen farbenfroher und mutiger. Und ich finde dieses Pfirsich-Set aus dem neuen Katalog ja so unglaublich schön. Und das Designerpapier, ich muss nochmal spicken auf der Rückseite. Die Pfirsichzeit, Designerpapier Pfirsichzeit. Finde ich unglaublich schön. Auch hier die kleinen Pfirsiche. Sind ja unsere Designerpapiere sind immer unterschiedlich auf Vorder- und Rückseite. Und es gibt in der Regel immer zweimal jedes Blatt. Könnt ihr sehen, hier auch die schönen Blüten. Und halt auch immer eine schöne neutrale Rückseite, sodass man, wenn man jetzt das Muster, wenn einem das mal nicht gefällt, kann man was Schönes aus der Rückseite zaubern. Ja, die lassen sich natürlich auch unglaublich schön miteinander kombinieren. Eine ruhige Seite und eine Motivseite. Genau, hier auch was ganz Neutrales in dem Grünton. Und ich nehme jetzt für mein Projekt nachher eine Seite mit den Blüten. Und dazu passend in dem neuen Orangeton, das ist Papaya, nehme ich den Farbkarton. Ihr braucht anderthalb Bögen Farbkarton. Und ihr braucht etwas Designerpapier, kein volles Blatt. Ich glaube, es waren ungefähr 3 auf 12 Inch. Wenn ihr Reste habt, könnt ihr da auch schauen. Wenn ihr 3 auf 12 Inch habt, dann kommt ihr damit auch hin. Oder 7 mal 15,5 Zentimeter oder so. Also da, genau, bleibt nachher noch ordentlich was übrig. So. Dann legen wir doch einfach mal los. Wir fangen an mit dem Farbkarton. Und ich habe mir extra ein paar Zettel und ein paar Stifte noch dazugelegt, dass ich euch das einmal aufschreiben kann. Wir brauchen für den großen Boxenteil
ein Stück Farbkarton 20,8 mal 16,5 cm. Ja, so, ich schreibe das mal groß hin und na, das klappen wir schon mal einmal aus. So, 20,8, das machen wir gleich. Das sind ja, wir haben 21 cm, das heißt, wir können den Farbkarton an der langen Seite anlegen und bei 16,5 cm einmal abschneiden. Den Rest Farbkarton legen wir kurz zur Seite. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den einen großen Boxenteil. Genau, 20,8 hatte ich ja gesagt, das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen die 2 mm kürzen. Wahrscheinlich könnte man es auch auf den 21 cm lassen. Das war jetzt halt so, wie die Anleitung von Sally Stampers war. Ich überlege gerade, da ich eben gesagt habe, es wäre ja gut, wenn hier noch ein bisschen mehr Luft ist, ob ich das ein bisschen breiter mache. Und wir testen das einfach mal mit den 21 cm. Also wer auf Nummer sicher gehen möchte, schneidet 20,8 und ich nehme jetzt heute mal die 21 cm. So, dann haben wir zum Falzen. Und falzen werden wir immer an der, ich mache mal K, kurze Seite, 2,5 cm und die lange, das habe ich natürlich einmal abgekürzt, einmal ausgeschrieben, dann sind wir wieder hier sehr schlau, 7,5 und die 10 cm. Und das ist aber von beiden Seiten, die 2,5. Also, ich lege mir das hier beiseite. Wir legen die kurze Seite an und falzen. Mal wieder mal kurz, so, 2,5 cm. Das könnt ihr auf der rechten Seite ablesen. 2,5 auf dieser Seite und umgedreht 2,5 auch auf der anderen Seite. Ich habe eigentlich gedacht tatsächlich, dass das Projekt ein sehr schönes Projekt ist, gerade so jetzt auch als Bonusprojekt, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich euch für eine Bastelbox am besten packe. Weil jetzt gerade das, was man so immer auf seinem Schreibtisch stehen hat, das ist ja schön, wenn man das in den Farben hat, die man gerne mag. Von daher denke ich, passt das sehr, sehr gut, dass ihr da jetzt nehmt, was ihr auch zu Hause habt. Genau, und dann könnt ihr den Farbkarton einmal drehen und bei 7,5 cm. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich kriege hier gerade ganz viele WhatsApp-Nachrichten, aber das ist keiner von euch. Ich dachte schon, vielleicht klappt doch irgendetwas nicht und ihr schreibt mir, Hilfe, Marion, was tust du? Bei 7,5 und bei 10 cm. Genau, und das ist sozusagen der Mittelteil, den ihr da gefaltet habt, diese 2,5 cm in der Mitte, das ist euer Boden. Ja, und dann haben wir eine Vorderseite und eine lange hohe Rückseite. Ja, das heißt, wir können jetzt, wir machen den Teil einmal zusammen, euch die Klebelasche hier in der Mitte freischneiden. Das heißt, gerade von den langen Seiten gerade schneiden und dann aus der kleinen Mitte könnt ihr euch dreieckig kleine Dreiecke rausschneiden und dann habt ihr eure Klebelasche in der Mitte. Ja, das kennt ihr ja schon, sind ja viele schon öfter dabei. Es wundert mich, dass mir die Kommentare nicht angezeigt werden, aber ich hoffe, ihr kommt alle mit. Genau, und dann können wir einmal die Falzlinie nachziehen. Einmal. Und noch einmal. Und auch die Seiten laschen.
bin sehr gespannt, wie euch der neue Katalog gefällt und was ihr euch alles aussucht und was ihr damit alles Tolles werkelt. Und auch jetzt bei dem Projekt bin ich ganz gespannt, was ihr nehmt. Ob ihr eher ganz schlichte Farben nehmt, gedeckt, oder ob ihr eher in die Rubrik der bunten, knallbunten Menschen gehört. Bin ich sehr gespannt, wie das alles so wird und was ihr auch so werkelt in den nächsten Tagen. Und ich freue mich immer, wenn ihr in den WhatsApp-Gruppen teilt, was ihr bastelt. Da freuen wir uns immer sehr, weil das inspiriert dann ja auch andere zum Nachbasteln. Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz schöne Sache. So, ihr habt den kleineren Teil, das ist eure Front. Dann haben wir den Boden und unsere Rückseite. Wichtig ist also gleich beim Kleben, dass die Flügel von der kleinen Seite als letztes geklebt werden, und zwar von außen nach hinten. Ja, weil dann habt ihr hier vorne die schöne Abschlusskante. Das ist ja die man von vorne sieht. Von hinten habt ihr die offene Seite, aber das ist ja nicht so schlimm, denn das ist hinten. Ja, das können wir auch schon festkleben. Das heißt, wir nehmen unseren Flüssigkleber. Hallo Daniela! Das ist echt auf meinem Handy, wenn ich mich so ein bisschen hochlinse, das hängt ja über mir in der Aufrichtung, sehe ich, dass Kommentare geschrieben werden. Aber aus irgendeinem Grund sehe ich keine Kommentare, wenn ich auf meinen PC gucke. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Und das verwirrt einen ein bisschen, weil ich immer denke, warum schreibt denn keiner was? Dabei schreibt ihr, ihr schreibt Hallo und etwas spät dran. Das ist überhaupt nicht schlimm. Du kannst wahrscheinlich sogar jetzt noch nachbasteln. Wir haben nur die Box, den Karton zugeschnitten. 20,8 auf 16,5 cm. Von der kurzen Seite 2,5 cm gefalzt. Und an der langen Seite 7,5 und 10. Und dann gerade nur in der Mitte Klebelaschen eingeschnitten. Wahrscheinlich schaffst du das noch, auch jetzt nebenher noch mitzubasteln. Und ich quatsche immer ein bisschen. Von daher ist ja dann auch noch ein bisschen Zeit, bis wir die nächsten Teile machen. So, also jetzt den Flüssigkleber. Der kommt... Ah ja, genau. Ich habe das beim letzten Mal so gemacht, dass diese kleine Lasche außen dran kommt und alles an diese große Lasche dran geklebt wird. Das hat den Vorteil, dass ihr innen drin nicht ein Stück Papier stehen habt. Also wenn ihr das so rumkleben würdet, dann habt ihr ja immer, wenn ihr was reinsteckt und das bis zum Rand geht, wird es ein bisschen eng. Ja, das heißt, wenn ihr das außen dran klebt, habt ihr innen drin auch einen geraden Bereich sozusagen. Also ihr macht euch ein bisschen Flüssigkleber auf die Klebelasche. Voilà. Ich bräuchte ein paar mehr Hände heute hier. Und dann könnt ihr das dran setzen. Und dann müsst ihr nur darauf achten, dass ihr den unteren Karton euch komplett unten in die Ecke komplett dran schiebt, weil ihr habt ja jetzt hier keine Kante auf Kante, sondern nur, dass die obere Lasche unten am Boden mitbündig sitzt. Und dann könnt ihr euch auf die kleine Lasche auch Kleber aufbringen. Da schauen, dass ihr da schön die Kante vorsichtig mitnehmt. Nicht zu viel, dass euch das super rausquillt. Und dann kann der Teil außen drum geklebt werden. Ja, und da habt ihr jetzt wieder Kante an Kante. Das dürfte aber passen, denn ihr habt ja überall die 2,5 cm. Ich halte das jetzt immer mit den Fingern erstmal so ein bisschen fest. Super, Daniela, läuft bei dir. Freut mich. Genau, für alle diejenigen, die schon ein bisschen Bastelerfahrung haben, die schaffen das auch immer, wenn man noch ein paar Minuten zu spät ist. Und ihr habt ja schon ein recht gutes Verständnis davon, wenn wir bestimmte Sachen sagen. Da sind ja wenig Fragen. Wenn ihr jetzt auch das Falzbein habt, den Papierfalter, könnt ihr das einmal hinlegen. Einmal von innen wirklich schön andrücken. Das ist nämlich genau die Breite des Falzbeins. Das finde ich immer sehr angenehm. Dann kann man das nämlich einmal durchziehen. Und dann zieht der Kleber richtig schön fest. Genau, und dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Also die Laschen können nach außen geklickt werden. Kleber dran. Ich mache jetzt hier auch gerade schon einmal den Kleber auch dran. Und dann könnt ihr das auch abstellen ein bisschen. Da schauen, dass unten der Boden bündig ist. Den Teil rein, den Teil drüber. Und vorsichtig mit dem Falzbein, dann habt ihr was, was da wirklich gut
einfach ein Widerstand, weil sonst ist die Box sehr leer und dann drückt man sich das Papier so kaputt nach innen. Dadurch, dass ihr das Falzbein dann nehmt, habt ihr da einfach einen Widerstand. Und wenn es ein bisschen angezogen ist, könnt ihr es hinlegen und nochmal festziehen am Tisch. Ihr könntet die Kanten so stehen lassen gerade. Ich fand das aber in dem Beispiel von Sally Stamper sehr schön mit dem Abgeschrägten. Das ist allerdings jetzt per Hand gemacht. Da gibt es wahrscheinlich auch Möglichkeiten, dass man sich das vorher überlegen kann. Aber ich fand das geklebt und dann ist es nachher einfach richtig und nicht schief. Könnt ihr einfach eine Ecke ansetzen und nach vorne zu dem Karton, zu der Spitze das rausschneiden. Ja, jetzt habe ich meine Papierschere genommen, die nicht ganz so spitz noch ist. Schon ein bisschen stumpf. So. Ja, also einfach vorsichtig nach vorne schneiden. Von der hinteren oberen Ecke einmal mit einem besten einer gut noch neuen Papierschere. Gibt es auch von Stampin' Up eine. Einmal anschrägen. Und dann habt ihr von der Box den hinteren Teil schon geschafft. Von der Ausgestaltung, ihr könnt euch natürlich auch die Rückseite noch jetzt ausmessen und das wahlweise mit Designerpapier bekleben. Ich bin bei Rückseite, bei mir steht das jetzt nicht so, dass man auch von hinten an meinen Schreibtisch gucken kann. Von daher stört mich das jetzt nicht, wenn das blank ist, aber wenn ihr es verschenkt oder ihr jetzt allgemein vielleicht einen Schreibtisch habt, der auch vielleicht im Raum steht und mehr Raumteiler auch ist, könntet ihr natürlich hinten noch bekleben. Kann mir mal ganz kurz gucken, wenn ihr das hinlegt. Sind das, ihr kommt wahrscheinlich mit den 11 cm Designerpapier auf 11, das sind 11,5. Und das sind sogar ein bisschen, das sind nur 11,2. Und dann macht ihr euch ein bisschen Rand. Und dann könnt ihr euch auch hinten was draufkleben. Ich habe nachher nur an der Seite und da auch nur gerade, ohne das spitze Teil und vorne mir ausdekoriert. Das kann man natürlich auch noch ein bisschen mehr ausgestalten. Das muss nicht so schlicht sein, aber da seid ihr letzten Endes frei. Hier auf der Front, da müsst ihr nichts draufkleben, denn da kommen nachher eure anderen zwei Behälter sozusagen rein. Hallo Rieke! Du bastelst nach, das ist doch auch gut. Ein bisschen später am Tag. Das klappt doch gut. Damit haben wir einen Teil schon mal fertig. Den lege ich mal beiseite. Und ich mache mal hier meinen Kleber zu, bevor der mir gleich wieder in was reinfällt. Auch super, die Box, man sucht die Sachen nicht. Na, wenn ihr den Kleber dann immer wieder dahin tut, dann geht euch nicht so viel verloren während dem Basteln. So, dann haben wir, jetzt nenne ich das mal für die Klebepunkte, für die Glue Dots, den Bereich. Und da brauchen wir ein Stück Farbkarton 15 x 12,5 cm. Das dürftet ihr sehen. Ich mache mal so, falls doch noch jemand sich entscheidet, dass er nachbasteln möchte. Jetzt müssen wir einmal gucken. Wir haben bei dem Stück, was vorhin übrig blieb, das passt. Da kriegen wir die 12,5 cm noch aus der Hülle. Das heißt, ich kürze es mir aber erst einmal auf die 15 cm. Dann ist das Stück nämlich ein bisschen größer. Und dann kürze ich es mir auf die 12,5 cm. Ja. Ihr könnt es natürlich auch andersrum schneiden. Es fehlt euch dann letzten Endes jetzt bei dem nur so ein kleines Stück. Ist auch nicht, also sowas ist ja nicht schlimm. Wenn ihr das mal andersrum macht oder nicht wisst, wie rum wäre jetzt am geschicktesten zu schneiden, dafür sollte es mal eine App geben, wie man am besten das Maximum aus so Papieren rausnimmt. Ich sage mal, man kriegt da ein bisschen Übung oder wenn man sich's vorher aufzeichnet, dann kriegt man das auch mit. Aber ja, manchmal macht man sich vielleicht auch zu viel Gedanken. Aber ihr wisst, Sam und ich, unglaubliche Papiersparfüchse, wir verwerten alles und wir gucken, dass wir alles möglichst günstig zuschneiden. Genau, und auch hier, das Falzen, das bleibt gleich, immer links und, also an der kurzen Seite von beiden Seiten die 2,5 und die lange Seite wird bei 7,5 und 10 cm gefalzt. Also das bleibt bei beiden, bei den Boxen immer gleich, das Falzen.
Das heißt, die kurze Seite hier ist die 12,5, die ich gerade geschnitten habe. Das heißt, hier kann ich jetzt die 2,5 wieder auf der rechten Seite ablesen. Und einmal rechts, Papier einmal drin und einmal von der linken Seite, also von der anderen Seite wieder rechts abgelesen, nochmal 2,5 Falzen. Ja, dann habt ihr die zwei Streifen. Dann drehe ich mir das an die längere Seite, die 15 cm, und falze auch hier bei 7,5 und bei 10 cm. Ja, der Mechanismus ist jetzt wieder ähnlich und ihr könnt genauso hier auch. Ihr habt eine längere Seite, das ist euer Rücken, die Klebelasche und die Frontseite. Und auch hier schneiden wir uns wieder die Klebelaschen zurecht. Zu den Außenseiten gerade lassen. Und wenn ihr anschrägt, dann nur aus der Mitte raus anschrägen. Ja, sonst sieht das nachher komisch aus. Weil den Teil sieht man ja. Und wenn ihr den Teil anschrägt, dann wird es mit dem Zusammenkleben ein bisschen schwieriger. Es ist gut, wenn ihr hier die gerade Kante habt fürs Zusammenkleben. Und es sieht optisch schöner aus, wenn das auch gerade bleibt. Das machen wir wieder von beiden Seiten. Und ich finde das eine super Sache. Also es sind alle, die Boxen sind von der Machart ja alle gleich. Es geht immer nur um das entsprechende Maß und somit kann man sich da wirklich, den Mechanismus hat man dann ja relativ schnell verstanden, wie er funktioniert. Relativ schnell auch noch Sachen zu anpassen und schauen, was man denn vielleicht noch möchte. Oder vielleicht hat man noch irgendwie ein bisschen andere Sachen, die man gerne dazu verwahren möchte. Ja, also vielleicht benutzt ihr auch noch den Snail oder heißt jetzt glaube ich gar nicht mehr Snail, aber diesen Klebeabroller. Dafür könnte man sich mit Sicherheit auch nochmal eine Sache machen. Oder wenn man sagt, ach, ich hätte aber auch gerne noch meine Notizzettel oder meine Post-its mit da drin, dann könnte man den auch sowohl verbreitern. Könnt ihr natürlich auch noch verändern in den Möglichkeiten, die ihr da habt. Und auch hier. Bei dem Stück wird auch wieder alles auf die große Lasche draufgeklebt. Und wenn ihr dann alles zusammengeklebt habt, wird angeschrägt. Flinkfix heißt er. Genau, danke Sam. Ich wusste, er hat seinen Namen geändert. So, also wir machen wieder diesmal, ich knick mir die Klebelasche und die kleineren Teil nach außen, damit ich dort einfacher den Kleber aufbringen kann. Und auch gleich auf beiden schon. Passt auf, dass ihr da nicht nach innen kommt, weil ihr wollt natürlich keinen Kleber in der Box, sonst kleben euch die Sachen fest. Dann kriegt ihr die nicht mehr raus, das wäre natürlich schade. Und auch hier wieder auf die große Lasche drauf, ein bisschen anziehen lassen. Es ist ja das Schöne beim Flüssigkleber, dass man den immer noch ein bisschen verrutschen kann. Bei manchen Sachen ist es natürlich auch ein, deswegen braucht man ein bisschen Geduld, wenn man es zusammensetzt, weil es einem sonst noch verrutschen könnte. Genau. Aber hier habt ihr auch, und wir haben ja auch hier die Tiefe von den 2,5 cm, also auch hier passt euer Falzbein als Halter dahinter, dass ihr dagegen drücken könnt und wenn es angezogen ist, auch gerne einmal auf der Unterlage gut festdrücken. Genau, ich klebe wieder erst beide Seiten und dann schräge ich danach mit der Schere an. So. Ich hoffe, ihr habt auch tatsächlich alle so schönes Wetter, denn gestern war es bei uns. Ich fand es perfekt, aber es war warm, aber es war bewölkt, was ich gut finde. Ich bin ja nicht so der Sonnenmensch und ich habe auch gestern trotz Sonnencreme 50 plus und den ganzen Tag quasi im Schatten trotzdem Sonnenbrand bekommen. aber heute ist hier eine Hitze. Es ist gefühlt Hochsommer. Also ich finde es so schade, weil wir hatten gar nicht wirklich so einen richtigen Frühling.
Gefühlt war schlechtes Wetter, dann war es mal kurz schön, dann war wieder schlechtes Wetter, dann war es mal kurz schön, dann war es wieder schlechtes Wetter. Und jetzt, bäm, der Sommer ist da. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem schönes Wetter. Denn gestern, wie gesagt, war es bei uns relativ bewölkt und ich fand es sehr, sehr angenehm und auszuhalten. Aber in Darmstadt, weiß ich zum Beispiel, waren 27 Grad und Sonnenschein und in der Pfalz war es auch super schön in Landau und super warm. Also da waren wir ein bewölktes Fleckchen. Aber wie gesagt, bewölkt finde ich nicht schlimm. Verregnet. Regnen soll es immer nur nachts, damit es schön kühl wird und damit die Pflanzen und der Garten ausreichend Wasser kriegen. Aber das freut mich, Daniela, dass es dir schon gefällt, dass du begeistert bist. Ich fand das auch, als ich das gesehen habe, ich dachte, ach doch, das ist super, das brauche ich auf meinem Basteltisch. Das ist eine super Sache. Genau, beim Anschrägen wieder gucken, dass ihr richtig rum anschrägt. Also von dem Rücken nach vorne. Also von hinten nach vorne schneiden. Und hier auch auf der anderen Seite von oben. Lange Seite nach unten. Und dann habt ihr die kleine Kludotasche auch schon fertig. Ja, und da können wir noch warten, wir können das noch ausverzieren, aber ihr könnt es schon mal dran halten. Von der Höhe müsste, wenn wir uns nicht vermessen haben, das bündig abschließen. In der Breite bleibt ein kleines Stückchen links und rechts übrig. Da könnt ihr natürlich gucken. Deswegen basteln wir erst alles einzeln und dann setzen wir zusammen. Weil dann könnt ihr sehen, wie viel Abstand ihr lassen möchtet. Wenn ihr das hier seht, hier sind das so 1, 2 Millimeter an der Seite, die da übrig bleiben. Und ich habe ja jetzt den Teil sogar noch mal einen Ticken, noch mal einen Millimeter größer gemacht. Also bei mir bleibt da gleich noch ein kleiner zusätzlicher Rand. Finde ich aber gar nicht schlimm. Also es macht auch, ich hab, vielleicht macht es das sogar auch ein bisschen stabiler. Da bin ich mir gar nicht so sicher, dass das nicht so kippt. Genau, dann brauchen wir so, noch unseren dritten Teil. Also unsere Tombow-Box. Tombow. Und die ist 15 cm mal 8,2 cm. Farbkarton. Ja, das lege ich. Jetzt mache ich, glaube ich, mal hoch. Ich jetzt immer das Box-Dots. Mit der Box hat jetzt hoffentlich jeder. Und das Falzen ist wieder gleich. Lange Seite 7,5, 10 und kurze Seite die 2,5 links und rechts. So, das Stück, was wir jetzt hatten, das reicht nicht mehr. Genau, nein, das reicht nicht mehr. Das heißt, deswegen habe ich gesagt, wir brauchen anderthalb Blätter Farbkarton. Denn wie gesagt, die ersten zwei Boxen gingen jetzt aus einem Stück mit ein bisschen Verschnitt. Und jetzt braucht ihr noch ein Stück von der zweiten Seite. Die 15 cm passen auf unsere lange Seite, auf unsere kurze Seite. Das heißt, wir schneiden uns nur einen Streifen ab, der 8,2 cm lang ist. Dann habt ihr nämlich wieder ein großes Reststück. Und jetzt hier noch auf die 15 cm einen kleineren. Ein kleines Reststück. Das kann man aber alles noch in einem Verschnitt, dass man das noch schön für andere Projekte auch weiter verarbeiten kann. Genau. So, jetzt mache ich lange Seite zuerst. Das sind die 7,5 cm Falzen und die 10 cm. Genau. Und die 2,5 rechts und links, wenn ihr die kurze Seite oben anlegt. Ja, eigentlich kein Bastelwetter. Ja. Wobei, wie gesagt, ich finde immer so um die Mittagshitze ist es eigentlich ganz gut, wenn man noch mal reinkommt. Also mir ist das wirklich dann mittags doch auch zu heiß. Da freue ich mich dann über ein bisschen Schatten oder auch mal in der Wohnung sein. Kommt natürlich auch drauf an. Wir wohnen hier in der Dachgeschosswohnung. Das ist dann so semi eine Abkühlung, wenn man reinkommt. Ist mit Sicherheit im Erdgeschoss oder in gut klimatisierten Räumen dann wieder anders. Aber trotzdem, meine Haut braucht das dann auch. Ich brauche eine Pause. Wenn ich den ganzen Tag draußen bin bei den Temperaturen, dann habe ich abends einen Sonnenstich. Dann bin ich durch. So, ihr schneidet wieder die Klebelaschen ein. Quasi so, wie wir es jetzt schon kennen. Ich wiederhole es trotzdem nochmal gerade zu den äußeren Rechtecken.
und nur schräg anschrägen aus der Mitte raus, aus diesem kleinen Quadrat. Ja, und wie stark ihr das anschrägt, das ist an sich euch überlassen, ist so eine Gewohnheitssache. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Ein bisschen reicht schon, damit die Kanten und die Ecken einfach nicht so überlappen. Das macht das ja einfach nur ein bisschen einfacher. Es muss aber nicht, es muss nicht spitz zugeschnitten werden, aber es wäre auch nicht schlimm, wenn es macht. Genau, und dann werden wieder die Falzlinien nachgezogen. Und dann wird wie eben auch alles aneinander geklebt. Es wird alles nach wie vor an die große Lasche geklebt. Das heißt schwuppdiwuppdiwupp. Und das kleine zum Schluss. Das heißt, nur zum Kleber drauf machen, klappe ich mir die einmal kurz in die andere Richtung. Muss mir meinen Kleber wieder aufmachen. Da bin ich ja immer vorsichtig, dass ich den beiseite lege. Es ist ähnlich wie Stempelkissen, mache ich immer wieder sofort zu, weil sonst fällt einem doch das fertige Projekt kurz vor Schluss noch rein und man hat sich's doch versaut. Und bei Kleber bin ich da auch so. Den lasse ich auch nicht gerne offen liegen. Dann denke ich mir immer, ach, dann gleich drücke ich drauf oder dann fällt er doch irgendwo drauf und man hat sich seine Sachen versaut. Dann lieber haben Sie einen festen Platz. Und wir wissen immer, wo wir hingreifen müssen und können die Sachen rausholen. So, kleiner Teil, großer Teil. Hier schauen, dass ihr hier schön bündig seid. Wieder anziehen lassen. Und mit dem Falzbein einmal nachdrücken. Oder mit den Fingern. Jetzt ist das Ganze ja schon kleiner. Das heißt, jetzt schafft ihr es mit euren Fingern vermutlich. Na, nicht ganz, aber ihr habt vielleicht ein bisschen längere Finger. Auch schon mit dem Finger von innen gegen zu drücken. Ansonsten, wie gesagt, das Falzbein tut da gute Dienste, indem ihr das euch einfach ein bisschen festdrücken könnt. So, dann noch die andere Seite. Und dann ist das Grundgerüst schon fertig. Und dann müsst ihr euch Gedanken machen, in welchem Designerpapier ihr ausgestaltet. Beziehungsweise habt ihr ja vielleicht vorher schon gemacht, weil ich wage zu behaupten, die Wahl eures Designerpapiers legt auch den Farbkarton fest. Beziehungsweise jetzt der Farbkarton legt eventuell das Designerpapier fest, das man verwendet. Das ist ja das Schöne bei den Sachen von Stampin' Up, dass das alles zusammenpasst, die Sachen so schön aufeinander abgestimmt sind. Farbkarton, Stempeltinte, Designerpapier, Band. Einer der wenigen Bastelgeschäfte, die das ja sehr perfektioniert haben, dass da wirklich alles unglaublich schön zusammenpasst und dadurch auch so ein schönes harmonisches Bild angibt. Ich habe das bei meiner Hochzeit damals versucht, beim Deko und Sachen in denselben Rot- oder Grüntönen zu finden. Ach, da ist mir erstmal aufgefallen, wie viele unterschiedliche Nuancen es da gibt. Und ja, da war ich dann sehr, sehr froh, als ich Stampin' Up! Kennengelernt habe und ich mich darauf verlassen konnte, dass die Sachen gut harmonieren, die Farben zusammenpassen. Ja, wenn ihr geklebt habt, wieder von der hinteren Lasche schräg rüber nach vorne schneiden. Passt auf, dass ihr nicht in euren anderen Farbkarton reinschneidet, sondern wirklich so ein bisschen schräg an den anderen heran. So, und darf hier nochmal ein bisschen nachdrücken. So. Und dann haben wir drei Teile und diese zwei Teile kommen obendrauf. Und dann könnt ihr sehen, wenn ihr es hinlegt, dass ihr da links und rechts ein klein bisschen Platz habt. Ja, jetzt könnt ihr überlegen, erst Designerpapier oder ihr könnt diese zwei Seiten schon aneinander kleben und das dann dran und nachher Designerpapier rumherum. Ich mache immer, weil ich gerne manchmal doch noch mal nachmesse, mache ich erst das Designerpapier. So, ich hoffe, ihr seid auch so weit, dass ihr jetzt gleich die Notizzettel hiervon schon nicht mehr braucht, dass ihr das gut hingekriegt habt. Und dann schauen wir einmal nach dem Designerpapier. DSP. So. Und da brauchen wir wir fangen mal mit der Tombow-Box an. Ja. Da brauchen wir ein Stück 4,5 mal 3 cm. Das ist
die Front, ich mache mal ein F dahinter, und ein Stück 4,5 mal 2 cm, das ist die Seite. Also wenn ihr euch das so vorstellt, habt ihr einmal hier die Front und dann einmal hier die Seite. Ich habe es nur gemacht für den Teil, der eckig ist. Ihr könntet es euch auch über die komplette Länge ausmessen und dann die Schräge mitnehmen. Ich fand, das hat mir nicht so gut gefallen, weil dadurch, dass man die Kante hier hat, wenn man da ein Designerpapier drüber klebt, die hat sich so rausgedrückt. Und da habe ich gedacht, ach nee, das gefällt mir nicht. Dann lasse ich das lieber oben Farbkarton und unten Designerpapier. Aber ich wollte euch nur gesagt haben, ihr habt die Möglichkeit, das natürlich zu individualisieren. Genau, ich schreibe euch die anderen Sachen auch schon mal auf. Dann hätten wir noch das für die Dots. Da brauchen wir 7 cm mal 4,5. Das ist die Front. Ja. Und einmal 4,5 mal 2 cm für die Seite. Und dann haben wir noch die Box, den großen Teil. Da braucht ihr nur für die Seiten 7 cm mal 2 und das Ganze zweimal. Ja, denn das hat ja keine Front. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Ich lege das mal beiseite, meine kleinen Zettelchen. Und legt euch das hier hin. Ihr müsst jetzt nur noch aufpassen, wenn ihr zuschneidet, dass ihr auf die Ausrichtung achtet. Wenn ihr ein ausgerichtetes Designerpapier verwendet. Ja, dann müsst ihr hier, zum Beispiel bei der Tombow, die 4,5 sind die Höhe, die 3 cm bzw. die 2 cm sind die Breite. Ja, bei den Dots auch. Ihr habt die 7 cm in der Länge und 4,5 in der Höhe. Ja. 4,5 in der Höhe und 2 in der Breite. Ich habe sozusagen nicht äquivalent richtig. Hier ist mal Höhe und da mal die Höhe und die Breite. Also kurz, wenn ihr ein ausgerichtetes Designerpapier habt, nochmal in euch gehen. Ich habe es mir so aufgeschrieben, weil das aus einem Stück geschnitten werden kann, wenn man ein unausgerichtetes Designerpapier nimmt. Und ich habe mir angewöhnt, für die Bastelboxen und die Projekte möglichst kein ausgerichtetes Designerpapier mehr zu nehmen. Das ist natürlich, ja, man macht es sich ein bisschen einfacher. Ansonsten muss man einfach aufpassen und man braucht ein bisschen mehr Papier, weil man dann halt einmal die Ausrichtung gegebenenfalls nochmal ändern muss oder im Zuschnitt halt breiter anfangen muss. Also ich schneide mir jetzt einfach ein Stück von 7 cm, weil das ist das, was ich als längstes und auch als breitestes jemals brauche. Das heißt, ich kann einfach einmal mutig die 7 cm runterschneiden. Das ist ja sozusagen nicht zwingend bei euch dann der Fall. Und jetzt mache ich zuerst die Box. Das heißt, ich schneide mir von den 7 cm einmal zwei Streifen ab von 2 cm. Einen und dann halte ich das einmal kurz dran. Das ist so der Sicherheitscheck, dass man sich nicht verrechnet hat, aber das passt bei mir. Das wäre eine Seite und noch eine Seite. Das ist schon der Teil, der auf unsere große Box kommt, links und rechts. Das können wir uns beiseite legen. Dann brauche ich für die Klebepunkte ein Stück, das 4,5 cm breit ist. Ich versuche es mal nicht abzudecken. 4,5. Das ist der Teil, der hier vorne drauf kommt. Und wie gesagt, hier wäre jetzt, na, von der Ausrichtung war das hier in der Höhe mit den 7 und hier in der Breite. Wie gesagt, das klappt bei mir jetzt gut, weil ich ein unausgerichtetes Designerpapier genommen habe. Und jetzt schneide ich mir nochmal, ich brauche 4,5 mal 2, ich schneide mit 2 cm ab und kürze mir das auf die 4,5. Noch ein. Da könnt ihr jetzt gucken, wie rum, je nachdem, was ihr für ein Design habt. Schaut bei so kleinen Stücken ruhig drauf, was ihr euch wegschneidet oder was ihr gerne haben wollt. Ich fand jetzt die große Blüte schön, deswegen habe ich auf der anderen Seite abgeschnitten. Und das ist der Teil, der hier außen dran kommt. Ja, wir haben ja nur eine Seite, da könnt ihr variieren. Das könnt ihr auf der Seite machen oder auf der Seite. Müsst ihr nur nachher beim Zusammenkleben drauf achten,
dass ihr das richtig macht. Genau, ich schmeiße mir die mal kurz passend in die Boxen, wo sie gleich drauf gehören. Und dann brauchen wir noch für die kleine Tombow-Schachtel 3 und 2 cm, also insgesamt 5. Ich spinne da jetzt mal hoch 5. Denn ich kürze mir dann das auf die 4,5 in der, ich drehe es wieder, 4,5 in der Seite und jetzt in 3 und in 2 cm. Ihr könnt es auch einzeln schneiden, also das müsst ihr jetzt nicht so machen wie ich. Ihr könnt auch einfach einmal einen Streifen von 3 und einmal einen Streifen von 2 machen und ihn dann auf die 4,5 teilen. Das ist jetzt nur so, wie ich das gerne mache. Genau, und dann kommt, das wäre die Seite und der kleine Teil kommt hier außen drauf. Oder hier außen drauf, je nachdem, wie ihr es zusammenkleben möchtet. So, damit ich das gleich bei den richtigen Sachen habe, mache ich es auch hier rein. Und dann lege ich kurz das restliche Designerpapier beiseite. Und ich finde auch das mit dem Streifen, den man geschnitten hat, von 7 cm, man hat zwei Mini-Reststücke, das ist wahrscheinlich weg, aber auch die zwei Sachen kann man noch für weitere Projekte auf jeden Fall verwenden. Also auch da einen, finde ich, sehr guten Zuschnitt, den man gemacht hat. Genau, und dann geht's ans Kleben. Wie gesagt, ihr müsst euch entscheiden, Tombow links oder Tombow rechts oder rechts oder links, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich fand ihn auf der Seite jetzt tatsächlich so sehr praktisch. Kommt aber vielleicht auch darauf an, ob ihr ihn auf der Seite am Schreibtisch stehen habt oder auf der. Wie gesagt, das ist euch überlassen. Und dann könnt ihr... Ja, ich mache den Papierschneider mal weg, damit ich mir da keine Kleberreste drauf mache. Den brauchen wir nämlich nicht mehr. Und dann nehmt ihr euch einfach das Designerpapier und macht ein bisschen Kleber drauf. Das sieht jetzt nach viel Kleber aus, ist es aber gar nicht. Ist nämlich nur hauchdünn drauf. Und dann könnt ihr gucken, schaut, wie rum es euch, auch bei unausgerichtetem Designerpapier, ist es manchmal ein, dass es einem in eine Richtung besser gefällt oder von den Motiven oder der Farbwahl es doch einen Unterschied macht, wie rum man es dann klebt. Und dann könnt ihr das so dran kleben. Und wie gesagt, ich habe mich entschieden, mein Tombow ist vorne auf der rechten Seite. Das heißt, rechts außen brauche ich noch mein Designerpapier. Genau, da könnt ihr euch orientieren, dass ihr so über die Kante dieselbe Höhe nehmt, ja, dass das so einen schönen, ja, optischen schönen Abschluss gibt, dass das in der Höhe dann auch passt. Genau. Und dann nehme ich mir die Box für die Klebepunkte. Und da kommt jetzt dann der äußere Streifen auf die linke Seite. Und hier drehe ich mir das so rum. So. Jetzt auch. Jetzt klebe ich mir die zwei Boxen aneinander und dann mache ich Kleber oben, aber auch ruhig auf das Dreieck. Das ist zwar ein bisschen nach hinten versetzt, dieses Dreieck, dadurch, dass er hier vorne noch eine Lage mehr Papier ist, aber dann könnt ihr das am besten auf der Unterlage euch aneinander drücken. Ja. So passen die gut zusammen. Dann habt ihr einen Druck nach unten ist möglich und einen Druck zur Seite. Und wenn es angezogen ist, könnt ihr dann auch mit den Fingern durchgehen. Na, jetzt merkt ihr, ne, beim Tombow, das könnt ihr verschieben. Das heißt, fasst da gut auf. Am besten immer mit einer Unterlage gucken, dass sich das gut zusammendrückt. Ja. Man könnte es jetzt auch mal mit einer Wäscheklammer fixieren. Ja, oder ihr hättet auch, einen anderen Kleber nehmen können und da jetzt Klebeband nehmen können. Eigentlich habe ich ja gerade alles hier greifbar. Aber ich nehme dann doch gerne den Flüssigkleber. Und dann kommt noch das Designerpapier wieder drauf.
auf die Front. Da könnt ihr jetzt gucken, jetzt mache ich, weil ich da auch Blätterchen habe. Die Blätter, ja, ich drehe es doch um. Mach die Blätterchen hier hin. Genau, und da könnt ihr jetzt auch wieder ein bisschen schauen, dass ihr in der Höhe und in dem Verlauf da ähnlich seid. Auch das. Es ist alles ein Augenmaß. Es ist mit Liebe selbst gemacht. Da ist das auch nicht schlimm, wenn es nicht millimetergetreu, millimeterrichtig ist. Genau, und das sind die zwei Frontteile. Und dann könnt ihr entweder jetzt schon diese zwei Sachen aneinander kleben oder macht es wie ich und klebt erst einmal die Dekoration an die Seite. Ja, vom Augenmaß her ähnlicher Abstand. Natürlich, das wird ja unten bündig geklebt, dass ihr ähnlich weit unten anfangt, wie bei dem anderen auch. Aber wie gesagt, das ist auch, da kommt es auf ein paar Millimeter. Das stört, glaube ich, auch euch nicht, hoffe ich. Die Perfektionisten dürfen sich outen. Man kann auch ein Geodreieck benutzen und unten den Abstand wirklich haargenau bestimmen. Aber wie gesagt, ein bisschen Kreativität und selbstgemacht darf es auch aussehen, finde ich. Da darf man nicht zu perfektionistisch sein. Genau, und dann kommt die Front drauf. Und ja, jetzt habe ich eben gesagt, ihr könnt auch was anderes nehmen außer Tombow, aber ich nehme mal den Tombow. So, den machen wir wieder zu und dann kann er weg. Und dann könnt ihr das draufsetzen und wie gesagt, schaut, dass ihr oben und unten auf jeden Fall bündig seid und beim Absetzen, dass ihr links und rechts, so würde ich es jetzt machen, ungefähr denselben Abstand lasst. Ja, dass der Abstand links, rechts ungefähr gleich ist. Dann nehmt es vorsichtig in die Hand und gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit anzuziehen. Wenn ihr das von oben so ein bisschen drauf gedrückt habt, dann stellt es euch ruhig hin. Ja, so könnt ihr auch reingreifen. Wie gesagt, Wäscheklammern gehen auch. Wer das jetzt nicht halten möchte, länger, kann auch einfach eine Wäscheklammer mal reinmachen. Dann hält es auch ganz gut fest. So, mein links und rechts hat nicht so vom Augenmaß her geklappt. Es ist mehr links als rechts. Mal gucken, ob der Tombow jetzt schon zu gut festgezogen ist. Oder ob man noch ein bisschen nachschieben kann. Ja, es passt. Genau. Und dann könnt ihr testen, dass man sich nicht vermessen hat. Also der Tombow, der passt gut rein, der sitzt aber auch relativ fest, was ich ganz angenehm finde, dass der einen nicht so da rumfleddert. Dann haben wir die Klebestreifen, jetzt gucke ich mal. Ja, mit den 21 cm ist es auch noch. Ne, die gehören einfach hochkant rein. Ach, wie gesagt, das ist ja auch nicht schlimm. Dimensionals, Mini-Dimensionals, Abreißklebeband passt auch und meine Notizzettel. Die Anleitung, also somit könnt ihr da auch noch andere kleine Notizzettel reinmachen. Würden auch gehen. Genau, das war unser Kartensammler oder Klebesammler vielmehr. Und ja, ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Und ich bin ganz gespannt, wie ihr es gezaubert habt, was ihr draus gemacht habt. Welche Farben ihr gewählt habt, welches Designerpapier. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr eure Projekte postet. Und wenn ihr mich verlinkt, sehe ich es natürlich sofort. Das macht es mir ein bisschen einfacher mit @wasserwerke. Und wenn ihr den Hashtag Wasserwerke live basteln benutzt oder live basteln mit Marion, dann sehen auch die anderen, die mit basteln bei der Bastelbox,
eure Werke, wenn sie sich den Hashtag angucken. Also freuen wir uns riesig, wenn ihr uns verlinkt. Genauso natürlich auch gerne die Sam mit Wasami. Und ja, es war wieder ein Stündchen. Ein sehr schönes Stündchen, wie ich finde. Ich freue mich. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche bei der Kreativsession. Und sonst dann in 2 Wochen wieder mit Basteln in der Bastelbox. Habt einen wunderschönen Sonntag. Fühlt euch gedrückt. Tschüss!